Okay, dann habe ich mir überlegt, ich erzähle euch ein bisschen was über Mengenlehre mit Bezug zur Didaktik. Denn der Begriff der Mengenlehre ist verbunden mit einem dunklen Kapitel in der Mathematikdidaktik. Warum? Das Konzept der Mengen und Mengenlehre ist noch gar nicht so alt. Mit der Entwicklung der Mengenlehre wurde den MathematikerInnen deutlich, dass der Begriff der Menge einer der fundamentalsten Begriffe in der Mathematik ist. Mengen spielen in allen Teilbereichen der Mathematik eine Rolle. Zum Beispiel, wenn es um Zahlen und Operationen geht. Mit welchen Mengen haben wir da zu tun? Bei Zahlen und Operationen in der Leitidee? Welche Mengen kommen da vor? Die Menge der natürlichen Zahlen oder rationalen Zahlen, die Menge der ganzen Zahlen, die Menge der reellen Zahlen und so weiter. Ne? Also mit Zahlenmengen. Oder in der Geometrie haben wir es mit Mengen zu tun. Mit welchen? In der Geometrie, mit welchen Mengen haben wir es zu tun? Jetzt überfalle ich euch mit Fragen, gell? Naja, zum Beispiel? Ja? Die Menge aller Dreiecke, Quadrate, geometrische Figuren können wir in Mengen packen, ne? Eine Gerade ist eine Menge von Punkten und so weiter. Also da kommen Mengen vor. Im Bereich der Funktionen haben wir es mit Mengen zu tun. Mit welchen? Definitionsmenge, Bildmenge beispielsweise. In der Stochastik haben wir es mit Mengen zu tun. Ne? Wenn man Wahrscheinlichkeitsrechnung basiert auf Mengen und so weiter. Überall spielen Mengen eine Rolle. Deswegen ist die Mengenlehre oftmals auch da der Themenbereich, der in der Hochschule als allererstes kommt. Ne? Manchmal kommt die Logik noch vorne dran, macht man ein bisschen Aussagenlogik und dann beschäftigt man sich mit Mengen. Mengen ist der grundlegende Begriff in der Mathematik. Deswegen sind in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1960, 1970, einige MathematikerInnen auf den Gedanken gekommen, wenn die Mengen der fundamentale Begriff der Mathematik sind, dann müssen wir doch Mengenlehre in der ersten Klasse machen. So logisch, oder? Wenn alles darauf aufbaut, wenn das gesamte Gebäude der Mathematik auf der Mengenlehre aufbaut, dann sollten wir Mengenlehre in der ersten Klasse machen, damit wir dann systematisch der Mathematik folgend alle anderen Themen darauf aufbauen können. Das nannte man New Math oder neue Mathematik. Damals haben wir gesagt, hey cool, wir machen jetzt neue Mathematik. Wir reformieren den Mathematikunterricht komplett. Endlich blicken wir durch und wir strukturieren das so, wie die Mathematik strukturiert ist und beginnen mit der Mengenlehre. Das heißt, Kinder haben dann in der ersten Klasse nicht sowas gelernt wie 3 plus 4 gleich 7, sondern eine dreielementige Menge vereinigt mit einer vierelementigen Menge ergibt eine siebenelementige Menge, vorausgesetzt, die beiden Mengen hatten vorher keine Schnittmenge gehabt. Ja. So, da wurde dann mit logischen Blöcken gearbeitet und mit Mengen operiert und so weiter. Das Projekt ist grandios gescheitert. Wie ihr alle wisst, ihr habt in der ersten Klasse keine Mengenlehre gemacht, würde ich vermuten. Aus verschiedenen Gründen. Ne? Also erstmal haben sich die Eltern gewundert, was machen die, was lernen die da für einen Scheiß in der Schule? Ja, die sollen rechnen lernen und nicht so ein Quatsch. Die LehrerInnen waren verwundert und überfordert vielleicht auch manchmal. Ne? Es ist völlig ungewohnt, Erstklässlern sowas beizubringen. Und insbesondere waren die Kinder irritiert. Die mussten dann nämlich durchlaufen. Müsst euch vorstellen, die Kinder kommen in die Schule und wollen rechnen lernen. Und dann müssen sie sich mit so abstrakten Konzepten auseinandersetzen wie Vereinigungsmenge, Schnittmenge und so weiter.
die Idee, die Mathematik auf der Mengenlehre zu gründen, also New Math zu machen, ist zwar logisch vom Standpunkt der Mathematik aus, aber nicht vom Standpunkt der Kinder aus. Das ist der Unterschied. Man darf sich, wenn man ein Curriculum strukturiert in der Schule, nicht nur orientieren an der Fachwissenschaft, sondern an der Entwicklungspsychologie der Kinder. Das ist doch das Entscheidende. Wofür sind die entwicklungspsychologisch bereit? Was ist der nächste Schritt, den die leisten können in ihrer kognitiven Entwicklung? So, und dann muss man in irgendeiner Weise die kognitive Entwicklung der Kinder zusammenbringen mit der Mathematik und einen sinnvollen Gang durch die Inhalte und Kompetenzen und so weiter der Mathematik bahnen. Also, das war so ein schönes Beispiel von, wir haben mal probiert, alles anhand der Fachwissenschaft zu strukturieren. Und haben dann anschließend gemerkt, nachdem wir Generationen von Kindern versaut haben, haben dann anschließend gemerkt, dass wir doch besser hätten uns an der Entwicklungspsychologie der Kinder orientieren sollen, zumindest auch zum gewissen Anteil. Ne? Okay, das ist wichtig zu wissen für euch, dass das mal, weil ich weiß gar nicht, eure Eltern sind auch zu jung wahrscheinlich, also meine Eltern, ja, die sind durch diese komplette New Math-Geschichte durchgelaufen. Und es gibt also ganze Generationen, die erinnern sich noch an Mengenlehre. Und wenn ihr so Leuten, die in den 60er, 70er Jahren in der Schule waren, den Begriff Mengenlehre erwähnt, dann kräuseln sich die Fußnägel bei denen, weil die nämlich echt denken, oh mein Gott, Mengenlehre, was für ein Scheiß, ich erinnere mich dunkel. Ja? Das ist eigentlich sehr schade, weil Mengenlehre ist ja super, ja? Das ist ein tolles Gebiet der Mathematik, aber ja, war halt blöd platziert in dem Zeitraum. Ein anderes Beispiel, wo wir vielleicht mal kurz drüber reden können, ist folgendes. Mit welcher Menge fängt man im Schulunterricht an? Welche Zahlen werden Kinder als erstes kennen? Ja? Natürliche Zahlen, genau. Ne? Also zuerst mal beschäftigt man sich mit den natürlichen Zahlen. Zuallererst mit dem Zahlenraum bis 20 in der ersten Klasse, dann kommt der Zahlenraum bis 100 in der zweiten Klasse, dann bis 1000 und darüber hinaus. Und am Ende der vierten Klasse, ja, haben wir einen ziemlich großen, guten Überblick über die natürlichen Zahlen. Welche Mengen können dann in der Sekundarstufe 1 daran anschließen? Olaf? Die ganzen Zahlen, was sind nochmal die ganzen Zahlen? Da kommen dann die negativen Zahlen zu den natürlichen Zahlen, die negativen Äquivalente dazu, also minus 1, minus 2, minus 3, okay. Was dann? Die rationalen Zahlen, Q, ne? Beziehungsweise die, ja genau, die rationalen Zahlen sind was nochmal? Welche Menge, welche Zahlen kommen da zu den ganzen Zahlen dazu? Ja? Alle Brüche und negativen Brüche und so, ne? Also klar, alle in Bruch, alle Zahlen, die man als Bruch schreiben kann. Okay. Und dann die reellen Zahlen, ne? Oftmals hört man dann, also reellen Zahlen, was kommt da dazu? Pi oder Wurzel von 2, genau die irrationalen Zahlen stoßen zu den rationalen dazu. Okay. Könnte man auch einen anderen Weg gehen? Sieht jemand einen alternativen Weg? Wir könnten auch nicht zuerst die negativen Zahlen einführen, sondern... Ja? Sehr schön. Man könnte zuerst die positiven rationalen Zahlen einführen, vielleicht noch mit der Null. Ja? Und die schreibt man oft als
diese Menge hier, die Bruchzahlen, also man führt sie als die Bruchzahlen ein, meint aber die positiven rationalen Zahlen, ne? Anschließend dann Q, ganz Q, ganze rationale Zahlen, da nimmt man dann die negativen mit dazu. Okay? Also führt man dann Z ein als Teilmenge von Q und so weiter und die negativen Brüche kommen auch dazu und anschließend die reellen Zahlen. So, zwei Möglichkeiten, die man gehen kann. Welche Argumente gibt es für die jeweiligen Wege? Habt ihr welche? Würdet ihr, ich gebe euch mal 2 Minuten Zeit, mit Nachbarinnen, mit Nachbarn diskutieren, würdet ihr zuerst nach den natürlichen Zahlen die negativen Zahlen einführen, also insgesamt die ganzen Zahlen, oder würdet ihr zuerst die rationalen Zahlen einführen, die positiven rationalen Zahlen, 1/2, 3/4, 5/7 und so weiter? 2 Minuten, mit Nachbarn, mit Nachbarin, diskutiert mal. So, und wofür habt ihr euch entschieden? Ja? Also, ich wiederhole nochmal, genau, auf dem rechten Weg kann man sehr gut visuell arbeiten, in dem Sinne von, dass man etwas wegnehmen kann, ist immer noch was da. Hier, wenn ich 7 Äpfel von 5 Äpfeln wegnehme, in Anführungszeichen, ist nichts mehr da. Hier kann ich mit Bruchteilen arbeiten, auch visuell sehr schön arbeiten. Okay, du würdest also den rechten Weg wählen. Welche Argumente gibt es noch? Ja? Also es gibt auch auf dem linken Weg anschauliche Beispiele oder Alltagsbeispiele, so etwas wie Schulden, ja, was du gerade angesprochen hast, das wäre sozusagen im linken Weg. Gibt es auf dem linken Weg andere anschauliche Beispiele? Wo kommen negative Zahlen im Alltag vor? Kontostände, Schulden, ne? Noch was, ja? Temperatur, nicht mehr so oft, Klimawandel und so, genau. Temperaturen können negativ werden, das Thermometer. Stockwerke, genau, das sind die typischen Beispiele. Ne? So, dann hört es aber auch schon auf. Höhenmeter vielleicht noch und so. Ne? Okay, hier drüben gibt es viel mehr konkrete Alltagsbeispiele. Ja? Positive Brüche, 1/2 Liter, 3/4 Stunde. Und so weiter. Ja? Also hier drüben gibt es sehr viel konkretere Möglichkeiten, sich in den neuen Zahlbereich einzuarbeiten und insbesondere auch sehr haptische Möglichkeiten. Ihr könnt Schokolade teilen, Pizza teilen, Rechtecke zerreißen, falten und so weiter. Ja? Also Bruchteile sind sehr viel alltagsnäher und anschaulicher einführbar als negative Zahlen. Ja? Psst. Ja. Ich verstehe dich ein bisschen lauter. Genau. Gegenargument gegen diese Seite, das Rechnen hier ist deutlich komplizierter als auf dieser Seite. Gegenargument dazu, das muss sowieso irgendwann mal gelernt werden, ein Jahr später oder früher. Okay. Ja? Wir haben auch eben auch gedacht, aber auch, dann auch an, ob man wirklich sagt, direkt, wenn man das einführen möchte, ob man auch damit zu rechnen. Man kann ja sagen, man führt es erst durch ein und rechnet noch gar nicht hier mit den letzten Erfolgen, mit diesem Konzept warm werden. Und bringt ihnen dann eben die zum Beispiel negativen Zahlen, weil kombiniert das dann, wenn man damit rechnen möchte, dann
Okay, das wäre auch eine denkbare Möglichkeit, dass man sagt, okay, man muss ja nicht vielleicht gleich die Rechenoperation einführen, ja. Aber ihr seht, es gibt für beide Seiten Argumente. Das hier ist eher der fachwissenschaftliche Weg. Ne? Also man erweitert n erst nach z und dann nach q und dann nach r. Das hier ist der, für den es das ein oder andere didaktische Argument mehr gibt unter Umständen. Also ich tendiere zum rechten Weg. Ja? Aber ja, das muss man halt auch immer aushandeln und vielleicht auch empirisch prüfen, welcher der Wege besser ist. So,